Na gut, ich mache erstmal das Fleisch fertig. Und dann komme ich mit den Papieren dann zu euch. Bis später. Und Mach's gut. damit geht er zum Tresen, klopft dem schläfrigen Wirt nochmal auf die Schulter und verschwindet dann in der Küche. Mit den Papieren? Nun, ja, offensichtlich kann er schreiben. Wer hätte das gedacht? Naja, sind bestimmt wichtige Handelspapiere, die man hier ausfüllen muss. Bestimmt. Ihr habt recht, die Buchhaltung in einem solchen Piratenschippchen wird sehr exzellent sein. Ja, da würde ich auch von ausgehen. Wie konnten wir nur jemals etwas anderes erwarten? Ich fange ihn von Torwan an. Er hat diesen Witz auf seine Kosten nicht einmal verstanden. Jedenfalls, wir können davon ausgehen, dass die Ware schlechter Qualität und viel zu teuer sein wird. Aber die Marschall wird uns wohl danken, wenn sie das Frischfleisch zwischen die Zähne kriegt. Nun ja, solange sie nicht wissen, was sie da und was sie dort essen. Warum soll sie das nun stören? Aber mir, du weißt, was die Mannschaft an normalen Tagen isst, ja? Ja, aber Affen. Ich verrate nichts, wenn ihr nichts verratet. Aber mir, du weißt, dass die Mannschaft an normalen Tagen isst, ja? Ich habe noch nie zusammen mit der Mannschaft gegessen, nein. Ja, ich weiß. Also, ach, das ist eine rhetorische Frage, ich verstehe. Naja, und was spricht jetzt gegen Affe? Nun, wo soll ich anfangen? Ich nehme an, es beleidigt Abel Mirs eurasische Befindlichkeiten. Nun ja, ich habe noch nie Affe gegessen. Also, als Schlange ist ja schon schlimm genug, aber Affe. Wenn die Leute hier es freiwillig essen, kann es so schlecht auch gar nicht sein. Vielleicht kann man es gut mit Käse überbacken. Wo kriegen wir denn jetzt Käse her, Boltax? Und nun, wir haben noch etwas. Woher? Den letzten habe ich in irgendwo nordwärts Vielleicht wird wieder aus Gulasch machen, dann merkt man es nicht so. Ah, dieses Bier ist auch scheußlich. Ja, und spuckt noch den letzten Rest irgendwie in die Ecke und kippt seinen halbvollen Humpen dann aus. Wir sollten weiterfahren. Ja, da gebe ich euch tatsächlich recht, das ist kein schönes Dorf. Beziehungsweise, ein sehr derzeitiger Kurs führt uns doch sowieso noch an einigen Inseln vorbei. Zum Beispiel, auf welcher Wapperl Stachelbrand? Bildgucken, soll ich weiß. Hiltucken. Vielleicht sollten wir die Augen offen halten nach dieser Kirche der Erzdämonen, von der der Mann gesprochen hat. Nun, oder nach dieser Stadt in der Tiefe. Die Stadt aus der Tiefe, südlich der Maraskan-Kette verortet. Oder die Knochenotter. Ich denke, wir werden sie frühzeitig bemerken. Denkt an die Zeichen auf der See. Zuletzt war auch die Knochenotter eher in Richtung der Maraskan-Kette verortet. Aber das heißt natürlich nicht viel. Nun, wie gesagt, ich habe zwei Räder Käse aus Hotterleben. Und das Affenfleisch sicherlich Oh, das sehr. sollte Käse sein, den ihr da mitgebracht habt. Ja, er hat einen ganz wunderbaren Geruch, nicht wahr? Nun, er riecht wie der Stollen, aus dem er gekommen ist, vermutlich. Oh ja, es ist Stollenkäse, das habt ihr sehr gut erkannt. Er riecht, als würde Stollen Nummer 8 daraus gemacht. Es ist vermutlich das gleiche Rezept. Nein, nein, dieser Käse hat 15 ganze Jahre in einem dunklen Stollen gelagert. Ja, zusammen gewürzt mit ein bisschen Felsenmilch. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr verpasst. Natürlich wurde er sorgsam von Wühlschraten gewälzt alle drei Tage, ja. Lecker. Ihr könnt auf euer Fleisch warten, das Ganze wird dann verpackt. Es gibt wenige Papiere, aber sogar einen kleinen Stempel, der euch aufgedrückt wird. Immerhin ist das hier ein Kaiserreich. Oder auch nicht, man weiß es nicht so genau. Zumindest sind die Torwale hier sesshaft und die Piraten dürfen dann eben auch handeln. So könnt ihr wieder zurück an Bord der Drachentöter und euren Weg entlang der, ja, Kette aufnehmen. Von Nikali geht es dann über nach Token. Eine sehr kleine Insel im Südmeer, die von den Minivato beheimatet wird und zu den Gewürzinseln zählt. Ja, Hasswolf bzw. vor allem auch Kapor kann euch dann erzählen, dass man hier die Teaktok-Bäume bekommt, die doch recht begehrt sind für die Schiff- und Seefahrt, weil sie doch gutes Holz für Planken geben. Möchtet ihr weiterfahren? Ich denke zumindest kurz darüber nach, ob man nicht versuchen sollte, aus so einem Baumaterial zu machen, aber das dauert vermutlich zu lange. Also verwerfe ich sehr wenige Gedanken dann auch wieder. Gut. Weiter geht es zu den Tapam Waba im Königreich der Kabatika.
die dann auf der Insel Sokina leben. Auch hier gibt es einige Handelsschiffe. Es ist allerdings den Belasshäuten nicht gestattet, hier anzusiedeln. Und solltet ihr kurzzeitig vor Anker liegen, wird man euch mit Flaggensignalen auch bedeuten, dass ihr weiterfahren dürft. Und während ihr euch aufmacht in Richtung der Insel Iltoken, könnt ihr erkennen, wie euch ein Schiff mit grellgelben Segeln entkommen kommt und einem weißen Auge darauf. Könnte ich mit Heraldik wissen, wer das sein könnte? Irgendein Schiff der Priuskirche. Priuskirche? Was ja. Machen die denn dort hier unten? Nun, das wundert mich auch. Würfel mal auf Heraldik. Okay, würfeln wir sie noch auf Heraldik. Da haben wir es. Es sind 8 Punkte über. Ja. Zusammen mit deinen Kulturkunden wird dir klar, die Symbolik weist es als Missionarsreise auf und ein Kuku ist darunter gestickt worden. Ein was bitte? Kuku. Das ist eine Missionsreise der Quanions-Queste. Ach, die Buchstaben. Ich habe mich gerade gefragt, welches Tier ist denn der Kuku? Kein Problem. Okay. Der muss von Ginas Kanas ausgestattet worden sein. Signalisiert, nimmt ein wenig Wind aus den Segeln. Lass sie doch mal fahren. Vielleicht haben sie Nachrichten auszutauschen. Wer ist das denn jetzt genau? Die Priuskirche. Oh. Seht ihr, als wir Kolakai auf die Stadt des Lichts geworfen haben, ein bisschen, erlöschte das ewige Licht im Priuskirchentempel. Ja, ich weiß. Das ewige Licht ist wichtig, denn seine Funken können zum Beispiel in Gefäße gefüllt werden und einer wird gebraucht, wenn ein neuer Tempel gesegnet werden soll. Oh, kann man noch andere spannende Sachen damit machen? Nun, es ist das ewige Licht des Priors. Es ist Anathema zu allen Dämonen und Paklirern. Und das ist sehr praktisch. Können wir etwas davon haben? Nein, denn es ist verschwunden. Und die wenigen verbleibenden Gefäße werden natürlich mit Argusaugen gehütet, denn ohne sie ist es nicht möglich, neue Tempel einzusegnen, wie ich bereits sagte. Aber wenn wir, nun, ich weiß nicht, eins von diesen Gefäßen stibitzen für unsere Mission. Wir werden keines von solchen Gefäßen stibitzen. Und selbst wenn wir geneigt wären, es zu tun, was ich noch einmal betone, wir nicht sind, müssten wir in die Stadt des Lichts in Gareth einbrechen, in deren Kellern sie aufbewahrt werden. Nun, darüber hatten wir ja schon einmal diskutiert, als wir uns kennengelernt haben. Es ist unter Umständen möglich, dass die Priuskirche auf Jidaskar ebenso noch einen Vorrat hat. Vermutlich werden sie dem Sammelruf des Boden des Lichtes alle verbleibenden Gefäße zurückzubringen nicht nachgekommen sein. Ich frage mich nur, was sie hier im tiefen Süden suchen. Und die suchen. Was die einzelnen Sucher suchen, bleibt ihnen überlassen. Viele haben Visionen, oder glauben zumindest welche zu haben, des Herrn Paios. Wenn ihr mich fragt, viele von ihnen schauen einfach zu lange in die Sonne. War das, was ihr erzählt habt, nachdem die namenlosen Tage vorbeigegangen sind, kurz bevor die Duellforderung von Abelmir kam? Ja, auch. Unter anderem solche Ereignisse traten nicht nur bei uns auf und haben viele dieser Questen angespornt. Nichtsdestotrotz, sie so weit im Süden zu treffen, ist seltsam. Nun, ich wollte gerade sagen, das ist ein ziemlicher Eifer, den diese Männer und Frauen auf dem Schiff aufweisen. Das ist nun eigentlich ganz gut. Es sei denn, sie kommen von dieser Insel, wo diese Priesterkaiser damals verbannt wurden. Wie ist sie noch gleich? Jidas Khan, und es ist den Nachfahren der Priesterkaiser verboten, diese Insel jemals zu verlassen. Wer sind denn jetzt wieder die Priesterkaiser? Priesterkaiser Priorfold war ein großer Mann, der, sagen wir, wenig ehrlich in Beratern erlag. Belassen wir es dabei. Nun, soll das heißen? Sie wurden vertrieben von dem großen Rohai. Das Reich konnte sie nicht länger ertragen. Der Magier konnte sie nicht länger ertragen und hat mal wieder die Schicksale des Reichs in seine eigenen Hände genommen. Ja. Ach, wisst ihr, das neue Reich unterliegt so viel Schwankungen. Was soll ich dort sagen? Nun, nicht jeder von uns kann einen Halbdrachen auf dem Thron haben. Sieht oder ihn? Auch nur tolerieren. Was? Wer hat einen Drachen auf dem Thron? Ach, das sind Gerüchte. Er liegt nicht diesen Gerüchten. Richtig glaubwürdige Gerüchte, wenn man meinen sollte. Moment. Das alte Reich wird seit jeher weise und tolerant regiert und benötigt keinen
Rohal, um sich von der Tyrannei der Priesterkaiser zu befreien. Natürlich, deswegen hat das alte Reich uns auch Fran und Tela Horas beschert, von denen wir uns erst einmal befreien mussten, ja? Ja, das waren Ausnahmen. Abel, Mir und Rafim denken gerade wieder zurück an die Begegnung in dem Keller, in Gareth, unter der Prioskirche. Und wie gut, dass Jarlan damals nicht dabei war. Unter der Priesterkaiser Noralexa gerade, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Aber ich war nicht da, das ist richtig. Nun, also, warum hat Rohal die Priesterkaiser rausgeworfen? Nun, ihr wisst ja, der Konflikt zwischen den Magiern und Praios ist ewig und immerwährend. Aha. Nun, es lag nicht nur daran, das Reich, das neue Reich litt darunter. Und nun ja, es war nicht länger tragfähig. Also, ich denke auch, Abel, mir, das ist alles, was wir dazu sagen sollten, weil wir beide ja auch nichts darüber wissen. In der Tat. Man sollte über also die genau, Dinge, jetzt sollten wir auch aufhören, darüber zu reden, das denke ich auch, ja. Den Mantel des Schweigens breiten. Ja, eine sehr gute Idee, Abel, mir. Meine Güte, habt ihr schon den Baum da hinten auf der Insel gesehen? Der ist aber groß gewachsen. Rafim, du verhältst dich merkwürdig. Praios zum Gruße! Okuri zum Gruß! Praios zum Gruß! Praios und Okuri zum Dank! Habt ihr Nachrichten? Lasst uns anlegen! Ja, wollen wir wirklich? Die treffe ich ja immer so gerne. Oh, ich muss da jetzt runter. Oh, wie unglücklich. Es besteht zu vermuten, dass sich nur ein oder zwei Geweihte an Bord befinden. Oh, soll ich sie mit einem kleinen Feuerwerk begrüßen? Nein. Ihr könnt sehen, dass die Galeere mit dem Namen Praios Willis die Segel eingezogen hat und direkt neben euch halten würde. Die Ruder sind soweit angezogen und man hat dann eben auch den Matrosen beigebracht, dass sie jetzt mit einer kleinen Planke aufwarten, sodass sie die dann anlegen solltet, ihr auch halten. Wie steht es um die Bewaffnung des Schiffes? So, wie schwer ist es hier unten bewaffnet? Wenig. Also du kannst noch das ein oder andere an Rotzen erkennen, aber auch nur auf der Oberseite. Im Unterdeck kannst du nichts erkennen. Okay. Die müssen wohl außerordentlich gutgläubig sein, hier unten in der See mit solch wenig Bewaffnung umherzufahren. Die Götter halten stets ihre Hand über die Rechtschaffenden. Ja, es sind immer noch Geweihte, also. Das ist ja schon was wert. Nun, dort hier unten ist diese Geweihtenschaft wahrscheinlich nicht viel wert. Wenn sie auf Dagon Loriona treffen, sind sie tot. Ja, aber. Captain, soll ich halten? Ja, natürlich. Lass sie an Bord. Nimm die Segel aus dem Wind. Aber wenn sie keine Handelswaren haben, warum sollte Dagon sie angreifen? Ganz genau. Auch er wird wissen, dass es nichts zu holen und alles zu verlieren gibt. Denn nun, die Praioskirche unterhält eine kleine Flotte. Eine Minute später wird die Planke ausgefahren und eine kleine Frau in einem goldenen Ornat tritt heran. Es handelt sich dabei ja, höchstwahrscheinlich um die Kapitänin, so wie sie sich gebiert und gleichzeitig dann eben auch um eine Praios-Geweihte. Die verbeugt sich dann höflich, vor allem vor Abelmir, der dann als Kapitän zu erkennen ist, und den anderen, die dort anwesend sind. Praios zum Gruß. Ich bin Gordana, Donatio Lumini. Und auf einer Missionarsreise, wie euch eventuell von Begriff sein sollte. Ich kommandiere die Praios Willis und wir befinden uns auf einer heiligen Queste. Wir suchen das Licht von St. Quanion. Nun sagt doch, Herr Gnaden, wie geht die Suche? Nun, beschwerlich. Die einzelnen Pflanzen haben uns zwar schon einige Monate ist es her, dass wir die letzte Quanione gepflückt haben, aber... Praios Willis. Ihr jagt also auch diesen Quanionen nach? Selbstverständlich. Wir hatten gute Erfolge damit. Wobei... Nun, die Quanions-Queste nimmt Fahrt auf. Vor kurzem hat erst eine Alchemistin in einem Praios-Kloster ein Lichtelixier dargestellt. Davon müssen wir zehren. Klingt ja furchtbar langweilig. Erinnerst dich an die Lichtelixiere, die du bereits sehen durftest, Boltax? Ja. Waren sehr hell. Der göttliche Funke hat ganz Aventurien eingehüllt. Ihr hättet das auch sehen können. Oh, nun. Wir waren damit beschäftigt, wichtige Dinge zu tun. Aber schön, dass euer kleines Experiment geklappt hat. Wir werden das Licht finden. Praios Willis. Dessen bin ich mir ganz sicher. Also, da besteht kein Zweifel, aber seid ihr euch wirklich sicher, dass die Quanionen der richtige Weg sind? Nun,
Wir müssen jedem Nachweis, jedem Hinweis nachgehen, den wir bekommen von dem Heiligen Herrn. Nun, das ist richtig und so muss Macht. Ist grenzenlos, man sollte Blumen viel Glauben schenken. Sie täuschen einen in der Regel nicht. Das ist richtig, die Götter täuschen einen auch nicht. Das habe ich ja gesagt. Und ihre Zeichen sind schwer zu lesen. Aber wir werden es schaffen. Wir haben zahlreiche Pilger, dabei deutet sie einmal auf die Matrosen. Habt ihr irgendwelche Sichtungen, die ihr uns mitteilen wollt? Irgendwelche Piraten, die zwischen den Inseln, Küsten patrouillieren? Nun, wir hatten zwei Begegnungen, ja. Wir haben versucht, nach Setokan vorzudringen, um dort die letzte Spitze zu erreichen. Wir mussten allerdings umdrehen. Nun, das ist sehr tragisch. Warum musstet ihr umkehren? Nun, vor Bilko und Pekladi, da die Inseln sind sehr dicht beieinander, bieten zahlreiche Versteckmöglichkeiten und die Piraten waren dann doch einfach zu sehr damit vereinnahmt, nach uns zu suchen. Wisst ihr, was bei dem ganzen Licht helfen würde? Wenn ihr Darion Palligan... Das würde sicherlich Praios Wohlwollen finden. Nun, der Heptarch der Meere, ja, auch von dem haben wir gehört. Nun, wenn uns das Licht von St. Quanion dorthin ziehen wird, dann werden wir höchstwahrscheinlich auch gegen ihn kämpfen und streiten und gewinnen. Ja, natürlich. Also, wenn ihr das machen wollt, dann stehen wir an. Uns nur wissen. Ist dies also eure Queste? Ihr jagt den Erzverräter? So sieht es aus. Ja, es wäre ja nicht der erste, den wir umbringen. Gut zu wissen. Es ist sicherlich eine weniger heilige Aufgabe als eure, aber nichtsdestotrotz notwendig. Nun, ich habe nicht mehr viel mitbekommen, nachdem der Erzverräter Galotta gestorben ist. Aber sagt, von eurer Reise, habt ihr den Hinweis darauf, dass ich auf Setokan noch eine Quanione befinden könnte, oder... Nun, wir müssen dir den Hinweis nachgehen. Ja. Ich nehme dies also als Nein, was konkrete Hinweise angeht. Nun, ich vermute, dass wir sicherlich noch einmal Jilaskan anlaufen sollten. Aber auch dort, Jilaskan ist ein beschwerliches Eiland, selbst wenn es heilig ist. Wir planen tatsächlich selbst vermutlich, auf unserer Reise durch die Maraskan-Kette dort halt zu machen. Dann, nun, wünsche ich euch viel Erfolg. Vielleicht wird St. Quanion euch ja helfen. Ich wünsche, dass Praia seine schützende Hand über euch hält. Dass wir euch wohlbehalten dort wiedersehen. Meines fernen Tages. Ebenso, vielleicht werden wir uns wiedersehen. Nun, so suchen wir es will, ganz sicher. Mein Schiff werdet ihr sicherlich hier wiedererkennen. Praios will es. Praios will es. Und möchte sich noch einer von euren Matrosen meiner Reise anschließen? Hey, ihr verlauterter Haufen da oben! Will jemand die Quanionen suchen? Weg dich! Ich fürchte nicht, Ragnar. Aber ich hab was, um euch zu trösten. Gebt mir nur eine Sekunde. Ich hoffe eben meine Kabine, suche ein Holzpferd heraus und möchte es dem der Herren übergeben. Bitteschön. Ich stehe peinlich berührt irgendwie daneben und versuche nirgendwo hinzuschauen. Ja, sie weiß auch nicht genau, was sie sagen soll. Seid bedankt. Bitte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann euch leider nichts im Tausch dafür anbieten. Doch, es ist ein Geschenk, könnt ihr behalten. Den Gläubigen sind sich schließlich stets selbst genug. Dann seid bedankt. Nun, eine gute Arbeit. Sie klopft dir so ein bisschen auf deinen Oberarm. Eldan Gorbas wäre sicherlich stolz auf euch. Ja, wer auch immer dieser Bastard ist. Er ist ein vorzüglicher Maler. Du hast seine Bilder bereits gesehen. Er hat die Bilder im Sonnentempel gemalt. Und er ist ein kleiner Gierschlund. Oh, ich erinnere mich da an eine Begegnung mit einem Silberklumpen. Er hat die Bilder im Sonnentempel von Gareth gemalt. Er hat sie gespendet. Ja, und ich kann schnitzen. Ja, und er wird sicherlich werdet ihr irgendwann so gut werden wie dieser große Künstler. Ach. Also, hättet ihr euch noch, als ich ihn abgestochen habe? Oh, das waren noch Zeiten. Ich werde mich nun verabschieden. Ja, genau. Voltax! Ja, was damit denn? Tritt sie wieder nach drüben, wirft euch noch einen zweifelnden Blick hinterher und die Planken werden wieder eingezogen. Musst ihr doch wahrhaftig nicht auf die Nase winden, dass du Eldan Gorbas abgestochen hast.
Es ist doch wahr. Und ich dachte, Prioten haben so ein Faible für die Wahrheit. Und wie ich wiederholt betont habe, ist die Wahrheit ein scharfes Schwert, das mit Bedacht geführt werden soll. Ihr habt ihn abgestochen? Aber ja. Er scheint doch noch zu leben. Ja, es war sein Wunsch, dass wir ihn ein bisschen malträtieren, dass wir durch eine feindliche Position in Schwarztobrien hindurch schlüpfen konnten. Da gab es Ghoul-Kinder. Oh. Ja. Nun, dann hat er ja sehr große Opferbereitschaft gezeigt. Ja. Wenn man Voltags Stichkünste bedenkt, ja. Nun, ich konnte nichts dafür. Die Klinge hatte sich ein wenig verhakt und ich musste sie drehen. Das hat aber zu einer größeren Blutung geführt, als ich eigentlich gedacht habe. Ja, ich durfte das auch schon am eigenen Leib erfahren, Voltax. Eldan Gorba, es ist nichts, wenn ich das Abbild von das gefährliche Opferbereitschaft. Nun ja, man kann es so sehen und so. Er ist auch ein sehr geschwätziger Mann. Und manchmal ein Jammerlappen. Aber auch ein großer Künstler. Oh ja. Wir sollten uns vielleicht, wenn die Zeit es doch zulässt, die Inseln hinter Sorak ein klein wenig genauer ansehen. Wollt ihr Blumen pflücken, Yalan? Nun, wenn wir die Möglichkeit haben, wäre es nur unsere göttergefällige Pflicht, es zumindest zu versuchen. Das ist eine gute Idee. Und wenn wir sowieso dort vorbeikommen, kostet uns auch nichts außer ein wenig Zeit. Abel. Rafim, nimmst du einmal mit? Ich hätte noch eine Bitte an dich. Und ich würde mit Rafim so ein bisschen weiter weggehen. Könntest du vielleicht ein paar Quanjonen schnitzen? Wenn du mir sagst, was eine Quanjone ist, bestimmt. Das ist so eine Blume. Finde sicherlich irgendwo in Abelmirs Aufzeichnungen. Oh nein, ich habe eine bessere Idee. Ich werde einfach unseren lieben Freund unter Deck bitten, eine wachsen zu lassen. Ja, sieht eine Quanjone aus wie ein Pferd? Sorry. Ich glaube nicht. Oh. Aber wenn du. Ja, das wird schwierig. Also ich bin eher sehr spezialisiert, was Pferde angeht. Oh, ich bin überzeugt, dass du das hinbekommen wirst. Und dann können wir ein bisschen Spaß haben. Ich glaube, dass uns das noch ein bisschen unterhalten wird. Warte, ich gehe gleich zu Kanazitiana und frage ihn, ob er eine Zeichnung hat oder eine wachsen lassen kann. Ja, wir sollten etwas Holz kaufen, damit ich mit neuem Holz schnitzen kann. Eine sehr gute Entscheidung, Voltax. Sehr gut. Ja, und dann würde ich zu Kanazitiana runter. Kanazitiana! Du hier? Ja, Voltax. Außer Atem. Ich habe eine fantastische Idee. Rafim schnitzt doch so gerne. Und wir haben eben ein paar Prioten getroffen, die nach, wie hießen sie noch, Quanjonen suchen. Kannst du mir so eine wachsen lassen, sodass Rafim ein paar davon schnitzen kann? Quanjonen kann man leider nicht wachsen lassen. Sie blühen durch göttliche Hand. Ah, das ist natürlich ungut. Das war doch unmöglich für mich, selbst wenn ich eine hätte. Habt ihr eine Zeichnung oder ein Buch über so eine Quanjone? Selbstverständlich. Irgendwo in meinen Aufzeichnungen müsste ich eine davon finden. Da müsste ich allerdings erst einmal suchen. Ja, oder ich zeichne sie einfach aus meinem Gedächtnis ab. Das würde auch möglich sein. Nun, wenn ihr das könnt, dann macht doch eine Konstruktionszeichnung, sodass ich Rafim ans Schnitzen machen kann. Das kann ich gerne tun, ja. Eine Konstruktionszeichnung. Sehr schön, sehr schön. Nun, das wäre es auch schon von meiner Seite. Dann sehen wir uns bald wieder. Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, und dann würde ich wieder an Deck gehen. Nicke Rafim einmal bedeutungsschwanger zu und zwinkere auffällig dabei und lächle dann. Okay. 2 Stunden später erreicht ihr die nächste Insel auf eurem Weg. Ihr könnt Port Störrebrand anlaufen, eine kleine Insel mit an dieser Stelle, an dieser Stadt, grob 700 Kolonialisten, ein großer silberner Seewolf auf einer blauen Scheibe, auf Rot, der euch dann dort entgegenstarrt von den Flaggen und den Wimpeln, den Bannern herab, und überall um euch herum riecht es nach Gewürzen. Möchtet ihr anlegen? Das ist doch schon eher meine Vorstellung. Ey, wir sollten auf jeden Fall hier anlegen. Hier kann man gute Geschäfte machen. Alte Erinnerungen, die bei diesem Anblick hochkommen. Ich dachte nicht, dass ich diesen Port noch einmal sehen würde. Sind die Geschichten wirklich wahr, die ihr erzählt habt? Von diesem fliegenden Schiff?
So war ich es hier sehe, hier stehe. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und ich kannte Leute, die auf diesem fliegenden Schiff gestorben sind. Nun ja, dann ist ein guter Platz zum Anlegen, wenn hier Schiffe aus Alapha liegen. Ich bin mir sicher, hier können wir vielleicht einige, sagen wir, aussichtsreichere Waren aufnehmen. Ja, ich denke auch. Gewürze sind auch einigermaßen haltbar, oder? Nun, wenn man sie richtig lagert, sind sie praktisch unbegrenzt lagerbar. Haltbar. Seht mich nicht an, ich bin kein Koch. Nun, ich denke jedenfalls, was auch immer wir hier an Ladung aufnehmen, je weiter nördlich wir es verkaufen, desto mehr wird es wert sein, denke ich. In der Tat, vielleicht können wir einige Handelskontakte für unsere Stadt Janka knüpfen. Nun, was ist denn ganz nördlich in Aventurien? Das Bornland. Ja. Es gibt noch weiter nördliche Orte, aber lassen wir das. Und dann sollten wir ins Bornland fahren, wenn wir die Sachen zu einem guten Preis verkaufen wollen. Voltax, wie heißt dieser Hafen hier? Port Störrebrand. Wo kommt Störrebrand her? Aus Gareth. Nicht ganz, aber... Nein, da hat er recht, da waren Störrebrands in Gareth. Nun... Es ist jetzt auch ein Greifenmund hier. Nichtsdestotrotz kommen sie nicht von hier, sondern aus Weiden. Und Melvin wohnt in Gareth. Ja, habe ich auch gesehen. Und Boltax, und du wohnst hier unter Deck. Das heißt nicht, dass du hierher kommst, oder? Oder dass deine ganze Sippe hier lebt. Eigentlich wohne ich nicht hier, sondern ich reise hier. Nein, aber was hat das mit dem Bornland zu tun? Nun, als Störrebrands Heimsitz wird gerade er den handelnden Gewürzen dort unter seinem Daumen haben. Was? Das heißt, die Handelsschiffe hier werden wahrscheinlich an Aranien vorbeisegeln oder dort sogar ankern, oder nicht? Genau. Und Janka ist natürlich prädestiniert für eine Zwischenstation, einen Zwischenhandel. Dann gut, dass ich mein Gedicht rausgekramt habe. Ich weiß ja nicht, ob wir überhaupt lebend in Janka in Aranien ankommen werden. Dann werde ich es einem von denen mitgeben. Seid doch nicht immer so negativ. Natürlich wird ihr bis Janka kommen. Zur Not in einer kleinen Kiste. Aber wir werden sicherlich wieder nach Janka kommen. Ich sollte vermutlich auch einen Brief nach Hause schreiben, aber ich wüsste nicht, was ich hineinschreiben soll. Den letzten habe ich in Alanfa abgeschickt. Und jetzt, was schreibe ich? Wir sind mit dem Schiff gefahren. Sei nicht böse. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Schön, dass wir einmal gesprochen haben. Ja, aber es erscheint mir... Ich weiß nicht. Schreibt euch inhaltslos. Was aus eurem Herzen strömt. Aber aus meinem Herzen aber mir strömt der unbändige Hass auf die Feinde der Götter. Also, ich dachte, aus deinem Herzen strömt Blut. Nur wenn man es ansticht. Ihr seid so unromantisch. Aber er könnte sicher eine flammende Rede wieder die Feinde der Götter schreiben. Ja, das wird seine Frau bestimmt erfreuen und seine Kinder. Also ich fand's schön. Du darfst gerne liebe Grüße von mir ausrichten. So, so könnt ihr einlaufen. Mit eurem Schiff müsst ihr dieses Mal nicht die kleinen Beiboote benutzen, sondern könnt direkt an den ausgebauten Hafen heranfahren, der an einem Fluss liegt. Zu der linken Seite könnt ihr sogar Werftanlagen und eine große Festung erkennen, die dort rotzenstarrend gegen Piraten verteidigt. Und auf der linken Seite, auf der rechten Seite dann dementsprechend den großen restlichen Teil der Siedlung Port Störrebrand. Ja, wie gesagt, überall große silberne Banner vom Seewolf, die dann von dem Haus Störrebrand künden, oder aber vom Bornland mit dem silbernen Falken auf Rot. Und auch die eigenen Banner des Gouverneurs, der wohl anwesend ist, wie seine Wimpel verkünden. Überall um euch herum, alles ist voll mit Gewürzplantagen, mit Feldern, an denen einige Kolonisten stehen. Vor allem dann eben auch einige Sklaven wohl, wie man meint, die dort günstig dann bebauen und beackern. Große Utulu-Krieger, die dort stehen und geflissentlich ihre Arbeit tun. Und so könnt ihr anlaufen, werdet dann natürlich auch gebührend empfangen von einem Beamten.